Ja, einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Conny und Klaus zu einem neuen Video. Wir stehen immer noch so etwa 2 Kilometer südlich von Sjötorp am Venernsee. Sjötorp, das ist dort, wo der Göta-Kanal vom Venernsee aus rüberläuft über den Vettern in die Ostsee. Zu dem See kommen wir allerdings erst später. Heute haben wir vor, noch hier zu bleiben. Es war eine stürmische Nacht. Das heißt, Grundwind ist eigentlich relativ harmlos, nur es kommen immer so stürmische Böen hier hin. Das klappert und wackelt dann. Ist jetzt auch gerade der Fall, zeige ich euch gleich. Traumhaftes Wetter eigentlich. Kein Wölkchen am Himmel. Aber es ist mir auch zu riskant, die Drohne im Moment steigen zu lassen. Aber schauen wir mal. Was machen wir hier? Wir wollen frühstücken. Frühstück steht schon hier. Hat Conny alles sehr gut zubereitet. Brötchen sind aufgebacken. Nach dem Frühstück zeige ich euch hier mal bis ins Gelände. Es ist natürlich nicht immer alles so schön wie hier vorne an der Waterfront. Hinten dran sieht es ein bisschen Lost Place-iger aus, aber zeige ich euch. Die Schweden nebendran, unsere Nachbarn, die scheinen noch zu pennen. Es ist 10 Uhr, die halten durch. Gut, und wir frühstücken jetzt und danach geht's weiter. Richtig beim Video. Ja, dann gehen wir mal vor die Tür. Ihr müsst euch im Moment mit Bodenbildern zufrieden geben. Die Böen sind mir zu kritisch für den Willi. So, die Conny ist auch dabei, hat ihr Mikrofon vergessen. Na gut, ich kann ja genug quatschen. So, Plätzchen habt ihr ja gestern schon mal gesehen. Hat sich heute nicht verändert, ist immer noch ein Traum. Es ist klasse. Aber wie so viele Plätzchen oder einige Plätzchen hat auch dieses seine 2 Seiten. Ihr seht, wir stehen hier schön und fast richtig eben zwischen Felsen, Steinen, der Conny und noch einer Feuerstelle. Wenn nicht so viel Wind wäre, könnte man die auch noch anzünden. Und der Blick hier raus, der ist einfach sau geil. Ja, auf der anderen Seite vom See, da drüben, seht ihr schon die ersten Häuser von dem Ort. Und unsere schwedischen Nachbarn, die stehen da hinten auf der Rampe. Ja, nun kommen wir an den Hintergrund von diesem schönen Platz. Da haben sich irgendwelche Erdreiche aufgewühlt und gemacht. Und da hinten, und da laufen wir jetzt hin, stehen noch Hütten. Ich vermute mal, hier war früher Holzverarbeitung oder irgendwas, die hier verladen haben. Keine Ahnung. Da drin in den Lost Places sieht es aus. Haltet euch fest, wir gehen dahin. Ja, so stehen wir. Wenn der Wind nicht wäre, saugeil. Aber es gibt auch keinen Grund zu meckern. Es ist sehr, sehr warm für die Jahreszeit. Ist das überraschend warm. Hier sind ein paar Kletterfelsen und wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier haben wir die erste der beiden Hütten. Darin traue ich mich gar nicht, wenn das Dach auf den Kopf fällt. Und das sieht da drin auch kurios aus. Hier ist eine Matratze. Die Decke kommt runter. Die Stein- oder Glaswolle zerbröselt da unten. Und wer noch einen alten Computermonitor sucht, der ist hier auch richtig. Ein bisschen Leergut liegt auch noch rum. Hier geht es in den Geräteteil von der Hütte. Da wurde mal Werkzeug oder irgendwas anderes untergestellt. Sieht natürlich genauso prächtig und klasse aus wie auf der anderen Seite. Hier noch weitere Erde zusammengeschoben. Ich weiß nicht, was die hier noch vorhaben, was das werden soll. Sah letztes Jahr bestimmt besser aus noch. Und da hinten seht ihr Camper aus Magdeburg. Den gefällt es im hinteren Bereich anscheinend besser. Und mit der Hütte hier mache ich gar nicht erst den Versuch, da reinzugucken. Die bricht jeden Moment zusammen. Ja, so sind manchmal die YouTube und auch Facebook- und Instagram-Bilder so unterschiedlich. Da vorne unsere Seite mit dem Blick, traumhafte Gegend. Und im Rücken für uns normalerweise also nicht sichtbar, hier dieses Durcheinander. Aber da vorne ist das saugeil, kann man nur empfehlen. Und die haben hier irgendwie mit dem Gelände Größeres vor. Sehen wir es mal positiv, vielleicht ein Stillplatz. Das ist jetzt hier die Gegend um Sjötorp herum. Hier geht der Göta-Kanal los
Also da in die Richtung fahren wir dann morgen. Hier sind wir. Und hier gibt es noch irgendwas zu besichtigen. Vielleicht schaffen wir das ja nur dahin zu laufen. Das sind jetzt 1,9 Kilometer. Machbar. Es geht mal schön durch den Wald. Da oben rauscht es wie wild vor dem heftigen Wind. Und hier überall wachsen grüne Blaubeeren. So, wir gehen mal darüber. Irgendwo muss in der Richtung Felsen zu erreichen sein. Habe ich von der anderen Seite gesehen. Hoffe, das ist hier nicht nur ein Elchwanderweg, sondern hier kommt man da auch da vorne hin. Wenn man hier wandert, empfiehlt sich eine etwas höhere Geschwindigkeit, sonst hat man das Krabbelvieh in den Schuhen. Und Conny wie die Meerjungfrau in Göteborg auf dem Felsen. Was fotografiert sie? Jipp, den Willi, da drüben stehen wir. Ja, schön hier. Hier kann man von den Felsen schön runter gucken. Und eins muss ich sagen, solche Waldameisen, die pieken ganz schön in die Zehen. Also, ja. Habe ich für euch getestet. Ja, und wie immer sind wir natürlich hier in hochwertiger Hiking-Ausrüstung unterwegs. So geht es jetzt hier durch die Natur. Man muss sich beeilen, weil die vielen Krabbelfiecher hier sind schnell die Beine hoch. Man staunt. Und es gibt hier Millionen und Milliarden Ameisen. Und daneben noch Stechmücken, die sich freuen, dass wir vorbeikommen. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stay. Stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Ach, wir melden uns noch mal kurz zurück für heute und ich weiß ja nicht, ob jemand von euch so eine kleine Ahnung hat, was wir den ganzen Nachmittag nun getrieben haben. Wir haben uns frei genommen. Nicht. Nicht haben wir gemacht. Und was machen wir jetzt? Ohne Gefahr zu sein, ein Zielbier trinken. Das müsst ihr euch vorstellen. Es gibt auch Zielbier ohne Zielerreichung, weil wir haben das Ziel ja erreicht. Wir haben nichts gemacht. Immer noch traumhaftes Wetter, allerdings die Böen hauen hier immer noch fürchterlich rein. Irre, Wahnsinn. Was uns heute gefreut hat, ist das alte Schiffchen, das hier vorbeifuhr aus dem Göta-Kanal. Ja. Das hat uns gefallen, das war schön. Und wir werden jetzt gleich noch was zu essen machen. Und noch ein bisschen plaudern und jo, irgendwann pennen gehen. Für heute war es das allerdings. Wir melden uns moin weiter mit dem Video. Das Video endet hier noch nicht, das geht dann morgen weiter. Und zum Wohl, bis morgen. Und damit einen wunderschönen guten Morgen vom Fehnernsee. Immer noch in der Nähe von Sörtorp sind wir. Da ist der See, heute ist er ruhig. Heute ist kein Wind. Heute haben wir hier Ententeich. Richtig klasse, richtig toll. Also die Ruhe, die Stille, die wir jetzt hier haben. Und mal ohne den stürmischen Wind. Allerdings hat sich etwas zugezogen. Heute Nacht hat es geregnet. War aber ganz angenehm, es ist mild. Kein T-Shirt-Wetter, aber mild. Wir sind zufrieden. Wir haben hier
zwei schöne Tage verbracht. Es war herrlich erholsam, es war richtig klasse. Wir haben kaum was gemacht, allerdings auch kaum was gefilmt, aber jetzt geht's weiter. Wir wollen rüber jetzt an den Güterkanal, der fängt da gleich da drüben an, da läuft er den Fennern raus rüber in Vettern und dann in die Ostsee südlich von Göteborg. Also ein Stück des Weges vom Güterkanal werden wir jetzt weitermachen. Wir wollen auf den Platz, so weit fahren wir gar nicht, eine Stunde, anderthalb. Hoffe, das klappt alles, hoffe, das passt alles und das gefällt uns alles. Und zwischendurch fahren wir mal kurz noch an den Kanal und haben sonst auch noch was vor. Aber da nehmen wir euch mit und seid mal gespannt, wie wir es auch sind, was heute so alles noch läuft. Also los geht's da. So, den Willi haben wir gleich mal da drüben in Südtorp geparkt. Conny, wo willst du denn hin? Mal auf die Brücke da. Conny will auf die Brücke da. Da ist eine Brücke. Mit einer Ampel, weil ist nur einspurig befahrbar. Und hier beginnt der Güterkanal. Also der beginnt ja hier im Vettern und geht in die Ostsee. Jetzt haben wir einen schönen Blick auf den Güterkanal. Hier haben wir auch einen Ausflugsdampfer. Das ist also die maximale Schiffsgröße, die ich hier drauf fahren kann. Und da gibt es alte Kreuzfahrtschiffchen, die wirklich alt sind, die man für Höllengeld hier buchen kann und kann hier einen Kreuzfahrturlaub machen. Das muss bestimmt ein Erlebnis sein. Wäre natürlich schön, wenn da gerade so ein Schiffchen käme. Da würde die Drehbrücke hier aufgehen. Hier gibt es ein Kanalmuseum, einen Kaffee, auf der anderen Seite noch ein Pub. Denk mal, hier ist auch ganz schön was los im Sommer. Wer Waffeln möchte, ist hier garantiert auch gut aufgehoben. Hat aber heute zu. Keine Kalorieneinnahme. Und guck mal, die Conny läuft mal wieder hinterher. Das ist hier schon interessant. Hier sind zwei Schleusenbecken, um das Ganze auf Seeniveau runterzukriegen. Ihr seht auch hier, das ist ein Wohnmobilstellplatz. Ich glaube, der ist sogar kostenlos. Aber wir haben es ja vorgezogen, da drüben auf der anderen Seeseite unser einsames Plätzchen zu beziehen. Und das war in Ordnung. Ich habe den Eindruck, der Conny gefällt es hier. Ja, aber der ist nicht kostenlos. Und Conny hat entdeckt, das ist hier nicht kostenlos. Da ist eine Rezeption, muss geblecht werden. Gut, haben wir also wieder alles richtig gemacht. Wobei, was heißt alles richtig gemacht? Vermutlich werden wir heute auf dem Platz landen, wo wir Geld bezahlen müssen. Naja, dann machen wir die Schleusung hier mal schnell zu Fuß. Schon beeindruckendes Bauwerk. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Ding schon 200 Jahre alt ist und älter. Wahnsinn. Hinter mir ist der Willi. Ja, na klar. Da ist die Conny und der Koop. Aber das ist es nicht unser Ziel. Für die Schwedenkenner kann ich nur sagen, Systembolaget. Schnapsladen, der ist hier. Gehen wir mal reingucken. Die Auswahl ist beträchtlich. Hier gibt's alles. Ach,
3-Liter-Boxen gibt es hier auch. Sehr geil. So, nun kommen wir in den Superölbereich. Hier gibt es das Bier. €1,50. Halber Liter, geht. So, wir sind dann wieder raus. So viel filmen kann ich nicht, das ist hochfrequentiert. Wir haben jetzt 4 Büchsen Bier und so eine 3 Liter Kiste Wein gekauft. Preise, ja, so schlimm ist das gar nicht. Ich schätze mal so 15% höher wie bei uns. Ja. Vermutlich die Steuer, die abkassieren dafür. Und gut ist, das Zeug werden wir dann mal kosten, die Tage, und euch berichten. Schöne Fahrt hat für heute mal ein Ende genommen. Lustig, die kleinen Sträßchen da zu fahren. Dann, wir stehen hier am Rasen am Goethe-Kanal, an der Schleuse. Ich denke, besser geht's kaum. Nach vorne geht's vom See hier rein. Dann dahinter kommen 2 Schleusenebenen. Wetter wird besser. Ich denke mal, die Drohne kann ich dann gleich noch hochlassen. Da könnt ihr das auch ein bisschen besser noch sehen. Und an die Plätzchen hier gibt es ja nichts zu meckern. Kostet 200 schwedische Kronen, also so 17 Euro noch was. Da drin ist aber Toilette, Dusche, Waschmaschine und Entsorgung. Frischwasser auch, Strom gibt es keinen. Die Conny hat ihre Waschmaschine. Ist im Gang. Jetzt ist sie glücklich. Heute kann nichts mehr schief gehen. Der Tag passt. Ja. Was passt noch? Wir brauchen ja unser Zielbier noch. Und zwar das kalte, das Marie Staat. Nicht das, was wir eben in dem Systembollaket gekauft haben. Da muss er erst noch kalt werden. Mhm. Aber lustig dort der Laden. Und voll, ne? Genau. Hochfrequentiert. Ja. Hochprozentig, kann man sagen. So, also, dann nehmen wir hier mal. Nehmen dann eine Vespa zu uns und schauen mal, was wir euch sonst hier noch zeigen können. Aber vor allem schauen wir, wie wir hier nichts machen können. Und ein bisschen was der Schleusenanlage da oben gucken, das machen wir schon noch. Ja. Aber erstmal Zielbier, Wohlsein. Prost. Oh, das ist kalt!
dann hoffe ich mal, ihr habt den kleinen Rundflug ein wenig genossen. Wir spazieren mal rüber. Da ist noch ein Technikmuseum. Keine Ahnung, was sie da zeigen. Wir gehen aber trotzdem mal hin. Und ihr seht, das Plätzchen füllt sich langsam. Ich habe jetzt eine Frage an die Schwedenkundigen. Da hinten ist ein Häuschen. Und die können alle mit dem Handy da irgendwo ran, dann geht die Tür auf. Ja. Und kurze Zeit später kommen die mit dem Beutel in der Hand wieder raus. Ja, siehst du? Was wird da drin gedealt? Ja. Worauf wir hier zulaufen, ist die mit 3,90 Meter höchste und vor allem auch die älteste Einzelschleuse am Göta-Kanal. Also mit einer Einzelschleusung wird hier nicht mehr Höhenunterschied am ganzen Kanal überwunden als hier. Mit der Historie können wir hier gleich fortfahren. Hier ist noch eine alte Hebebrücke, die nicht mehr in Betrieb ist. In Betrieb ist allerdings hinten dran die Drehbrücke, die wahrscheinlich auch für mehr Gewicht geeignet ist. Da läuft das Kanälchen jetzt weiter. Aber Leute, ich habe euch Quatsch erzählt. Das hier ist auch eine Hubbrücke, keine Drehbrücke. Und oben ist, erkennt man das. Na, damit haben wir das Museum anscheinend erreicht. Das ist noch mit Kaffee dabei. Das ist aber geschlossen. Und so wie es so aussieht, ist das eher ein Freilichtmuseum. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war das hier mal ein Industriestandort. Hier ist also Papiermühle, eine normale Mühle, Eisen, Zeug, Schiffsbau. Und alles irgendwie in den Gebäuden zu sehen. Wir schauen mal, was wir finden können, ob da was auf hat, ob wir euch was zeigen können und ob wir unsere Neuwegen hier befriedigen können. Hier sind Schmalspurgleise, da ist auch nur Lore oder was ähnliches zu sehen. Und die Gleise gehen auch rüber, haben wir auch gesehen, bis an den kleinen Hafen. Folgen Sie diesem Gleis. Gleis 9¾ oder wie hieß das? Oh, hey. Und links um die Kurve, hier sind wir im Kraftwerk. Hier im Wasserwerk. Das sind hier alles, so wie es aussieht, Teile von Wasserleitungen. Sieht aus wie Verteiler von irgendwelchen Generatoren. Ich habe keine Ahnung. Aber alles altes Zeug. Warte, ich guck mal, da steht was dran. So, hier drin in der Halle wurden Rohre bearbeitet für Metallmasten und irgendwelche Teile mit Wasserventilen. Mehr verstehe ich hier jetzt nicht. Das Gepiepe kommt nicht von mir. Was mir an dem Museum allerdings am besten gefällt, ist der Ausblick. Ja. Da sind wir Wasser gestaut. Vielleicht haben die das da hinten auch genutzt, um hier Turbine anzutreiben. Keine Ahnung. Interessant, aber anzusehen. Allein schon die Optik, die ist allerdings wunderbar. Und was wir gut finden, ist, dass man hier bis 17 Uhr kostenfrei rein kann. Das sieht man nach Schmiede aus. Schmiede. Hier sind die Öfchen. Da das zugehörige Handwerkszeug. Und irgendwo wurde auch gekloppt. Ja. Wir sind wieder bei schwierigen Lichtverhältnissen, aber wie immer auch nicht zu ändern. Hier nochmal zum Modell von dem Dorf Forsvik von vor 150 Jahren und in der Mitte ist dann hier das Werk nochmal schön aufgebaut. Ja, da wo ich eben gefilmt habe mit dem Dörfchen, das ist hier der Eingang zu dem wirklich kleinen, richtigen Museum. Da wollen die aber 70 Kronen Eintritt haben.
Wir durften jetzt mal schnell reingucken, weil die eh gleich schließen. Ein kleiner Rundumblick, aber ja, gut. Süß gemacht. Kann man lassen, Conny, wa? Ja, vor allen Dingen ist nicht groß. Genau. Geht. Für uns Banausen war das jetzt genau das Richtige. Ja. Jetzt schauen wir uns gerade mal noch hier die Sanitärräume an. Die sind an der Schleusenkammer. Conny kennt sich schon aus. Die war da ja schon drin. Da oben drüber ist das Schleusenwärterhäuschen mit Computer, mit allem. Hier hält man die Karte ran. Und schon ist man mittendrin im Landvergnügen. Genau. Hier eine kleine Spüle. Und hier Trockner und Waschmaschine. Beides von Electrolux. Toilette mit Waschbecken, funktional und sauber. Das gleiche gilt für die Duschen, Duschvorhang, Platz genug, gereinigt, in Ordnung. Den Weg zum Stellplatz, der führt über das Schleusentor mit Blümelis. Und da unten steht der Willi, da gehen wir jetzt gleich wieder hin.